Ich begrüße Sie ganz herzlich zum ersten Vortrag auf der Hauptbühne, die nicht von Herrn Huber ist, nachdem er heute den zweiten Vortrag ein bisschen spontaner gestalten musste. Wir begrüßen nun unseren Sponsor Content Surf auf der Bühne mit Egon Wilczek. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der heute netterweise für Michael Kugler eingesprungen ist, da der leider verhindert ist. Und er wird Ihnen in seinem Vortrag präsentieren, bieten Sie Ihren Kunden das Kauferlebnis, das Sie erwarten. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht dazu sagen. Er wird sich wahrscheinlich gleich auch nochmal selbst vorstellen. Nachher, wenn Sie Fragen haben zur Präsentation, dann gehen Sie bitte am besten zu einem der Mikros an den Seiten, damit wir für die Dolmetscher auch die Übersetzung gescheit hinbekommen. Ansonsten wünsche ich viel Spaß und die Bühne gehört Herrn Wilczek. Super, danke schön. Ja, hallo, guten Morgen zusammen. Ich freue mich mal, von einem größeren Publikum zu sprechen. Endlich ist es soweit, mal ein bisschen aufgeregt auf der Bühne zu sein. Und ihr werdet dann auch merken, dass die Aufregung, je länger der Vortrag dauert, auch hoffentlich zurückgeht. Ich bin da eben für den Michael Kugler eingesprungen, der eben kurzfristig verhindert war. Aber weil wir ja eng zusammenarbeiten und ich nach 6 Monaten Content Surf auch eigentlich ganz gut eingearbeitet bin, freue mich eben euch jetzt die nächsten 30 bis 40 Minuten zu präsentieren. Ein paar Worte zu mir, weil ehrlich gesagt habe ich mich gefreut, diesen Vortrag zu halten, weil wenn ihr seht, entsprechend hier ein paar so Highlights aus meinem Erfahrungsschatz, geht es eigentlich genau um das Thema, nämlich ich war eben bei unterschiedlichen Unternehmen für Acquisition, Social Analytics oder entsprechend Social Engagement zuständig. Das, was jetzt das große Customer Experience Thema geworden ist und eben ein bestehendes Passwort oder Überkategorie ist, die bleiben wird. Aber ich habe auch entsprechend mich mit den Themen PIM, DAM oder auch Web-CMS oder CMS auseinandersetzen können. Bei Zenshare zwischen 16 und 18. Insgesamt ist das eben ein ganz guter Farmschatz und eben über diese zwei Themen, die zusammenfließen, die immer mehr zusammenkommen, zu sprechen, nämlich eben Kundendaten, das Thema PIM, also Kundendaten, das Thema Customer Experience und auf der rechten Seite eben die Produktdaten. Und mein großes Thema ist heute eben Kontextualisierung. Ohne dass ich jetzt mich mit Horst abgestimmt hat von den Themen, hat er viele Stichpunkte und Schlagwörter schon in seinem Hauptvortrag geliefert, die ich gerne aufnehme in der nächsten Zeit. Und weil es die eine Customer Experience gibt und die andere Product Experience, nenne ich es halt, wie ich will. Ich nenne sie Total Customer Experience. Und das ist eben jetzt der rote Faden. Wenn wir jetzt letztendlich schauen, was treibt entsprechend Konsumenten oder Entscheider, Produkte zu kaufen, Entscheidungen für Produkte zu treffen, sind es natürlich fachliche und rationale Dinge, aber es ist auch eben das Emotionale, das Gefühl. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass wir eben nicht nur rational entscheiden, sondern eben auch unser Herz und unsere Leidenschaften folgen lassen. Und das ist natürlich etwas, wo sich kontinuierlich dann das Verhalten ändert. Und natürlich verändern wir uns zugleich. Es gibt jetzt nicht einen neuen Typus an Kundenverhalten, wo es entsprechend das Neue entsteht, sondern wir verändern uns mit diesen neuen Medien. Und ein sehr wichtiger Faktor ist, dass wir halt selbst erstmal recherchieren wollen. Wir brauchen keine Beratung, wir brauchen erstmal keine Infos, die wir uns nicht selber recherchiert haben. Ich glaube, ich bin da ein Prototyp dazu. Aber es zählen halt auch andere Dinge. Es zählen eben auch andere Dinge, wie eben, ist es ein tolles Unternehmen, vertritt es meine Werte oder ist es ein Unternehmen, das eben schlechte Arbeitsmoral hat oder schlechte soziale Kompetenz. Hoffentlich ist das doch der einzige Folienfehler gewesen. Letztendlich durch diese Veränderung des Käufertypes werden natürlich dann auch entsprechend diese fachlichen und emotionalen Aspekte wichtiger. Und wenn ich dann entsprechend sehe, dass ich
in euch selber oder auch in mir selber eben einen Wandel vollzieht, von klassischen Verkaufsverhalten von früher zu heute, sind es viele Aspekte. Ich will jetzt gar nicht durch jeden einzelnen Punkt eingehen, sondern für mich selber, für mich persönlich letztendlich, sehe ich eben eine Veränderung, dass ich Informationen eben kanalagnostisch oder in jedem Kanal sehen möchte, der mir zur Verfügung steht. Aber für mich auch wieder persönlich will ich eben auch die Art der Kommunikation bestimmen, Telefon, Mail, was auch immer, zur richtigen Zeit. Auch wie der Horst das gesagt hat, das Ganze ist natürlich eine Transformation, und es ist faszinierend zu sehen, wie weit Kunden sind, beziehungsweise Unternehmen sind, diese Erwartungshaltung des Kunden abzubilden, beziehungsweise es eben nicht sind. Bei dieser Frage könnte man sagen, ja klar, 100% sollte es sein, aber nein, 87% der Käufer erwarten letztendlich nur eine personalisierte oder eine kontextualisierte Einkaufserfahrung. Es überrascht mich selber, dass nicht jeder das will. Aber auf der anderen Seite sind es eben auch viele enttäuscht oder viele Leute, die nicht abgeholt werden damit. Und entsprechend seht ihr alleine bei diesem großen Gap oder Lücke, dass es noch sehr viel zu tun ist, entsprechend hier die Kundenerwartung dann entsprechend abzuholen. Und ohne jetzt in den einzelnen Aufzählungspunkte hier hineinzugehen, ist eben ein wichtiger Aspekt, so als übergreifender Begriff, eben sehr viel zu optimieren in der sogenannten Customer Journey. Manche Online-Übersetzer tun das irgendwie als Kundenreise oder so etwas übersetzen. Ganz grausam, hat keiner wohl drüber geschaut und Korrektur gelesen. Aber es sind unterschiedliche Aspekte, die wichtig sind. Es ist Content, es ist Kontext und entsprechend natürlich sehr viel Fleiß und sehr viel Arbeit notwendig, immer wieder dran zu bleiben. Und warum ist das so? Warum jetzt meine Analyse oder kurze Analysebeobachtung ist letztendlich das Thema so schwierig umzusetzen? Das eine ist das Thema, dass es getrennte Prozesse gibt, die in Abteilungen verankert sind, die entsprechend auch in den Köpfen dann der Kollegen sind. Das eine ist eben die Customer Journey, ist ein Marketing-Thema. Ihr Marketing-Leute, kümmert euch mal darum, macht entsprechend hier diesen ganzen Customer Journey-Kreislauf vom Search bis eben hier Support und nutzt die Informationen, die wir von der Produkt-Journey-Seite euch zur Verfügung stellen. Ob sie gut oder schlecht sind, ob sie jetzt relevant sind oder weniger, ist eine große Herausforderung. Da gehört eben auch Kommunikation und eine gute Unternehmenskultur dazu. Noch viel schlimmer, oder sag mal, es steigert sich letztendlich diese Herausforderung, wenn jetzt alle Abteilungen mit einer Technologie arbeiten würden, was nie passieren wird, wird klar sein. Es wird aber noch schlimmer, wenn ich letztendlich diese unterschiedlichen Technologie-Stacks oder Stapel entsprechend sehe. Auf der linken Seite gibt es Customer Experience, und ihr seht selber, es gibt über 5000 Anbieter und ich bin da eher konservativ. Manche zählen viel mehr, die rund um diese ganze Customer Journey Technologien anbieten für unterschiedliche Aspekte, die aber eben einen großen Vorteil haben. Die, weil sie eher jünger sind, weil sie eben nur 3, 5 Jahre alte Unternehmen sind, eben diese Altlasten, Erblasten von On-Premise oder Festinstallation gar nicht mehr benötigen. Das heißt, es ist alles eben Cloud-ready, es hat alles APIs und man kann diese Systeme sehr schnell integrieren und auch schnell wieder deintegrieren bzw. austauschen. Ist ein Vorteil für Sie als Anbieter und
oder als Kunde, als Anbieter ist es eine Herausforderung natürlich. Aber es ist eine Komplexität alleine, diese Technologien zu integrieren. Und auf der anderen Seite ein anderer Stack mit deutlich weniger Anbietern, aber nicht weniger Komplexität, ist eben das Thema auf der Product Experience Seite. Wo man eben auch ERP, PLM, PIM, DAM-Systeme hat, die sich auch mehr und mehr dann entsprechend natürlich in E-Commerce-Systeme primär integrieren. Aber es bleibt letztendlich eine Integrationsherausforderung, es bleibt eine Orchestrierungsherausforderung nach wie vor. Und deswegen gilt es eben Brücken zu bauen. Ne? Und es ist, und auch wenn ich jetzt hier als Anbieter stehe, ist es eben nicht etwas, was von einem Tag auf den anderen, von einem Jahr auf den anderen stattfindet, sondern es ist eben eine Transformation, eine Wandlung in Ihrem Unternehmen, entsprechend in anderen Unternehmen, eben hin mehr zu dem Kunden, ist leichter gesagt als getan. Und das Tun ist dann letztendlich etwas, was Sie entsprechend in Roadmaps, in Strategien einbinden sollten, weil wir auf der anderen Seite, von der Anbieterseite her, und dann komme ich auch entsprechend mehr zum Konkreten nach dieser Folie, helfen Ihnen letztendlich beide Tech-Stacks, die es geben wird, jetzt und in den nächsten 5 oder 10 Jahren, auch wenn sie entsprechend sich fleißig umbenennen werden, zu verknüpfen. Und manche von Ihnen mögen noch ganz links sein. Sie benutzen letztendlich ein ERP-System, das monolithisch ist und das geht dann entsprechend über Printkanäle oder entsprechend E-Commerce-Kanäle relativ statisch rüber. Alles gut. Es ist nicht schlimm, auf der Seite zu sein. Es geht darum, eben sich selber zu finden in dem Markt, um zu sagen, wo kann ich eben noch Verbesserungen machen. Und es gibt eben sukzessive Verbesserungsstufen oder Erweiterungsstufen, mit je mehr Kanälen Sie brauchen, je mehr Sprachen Sie brauchen, desto mehr Technologie wird benötigt, um entsprechend zu dem, sagen wir mal, Idealpunkt, dass die Technologen heutzutage sagen, eben sie bringt nämlich hin, auf der CX-Seite composable zu sein, also aus unterschiedlichen Modulen die beste Lösung zusammenzustellen oder auf der Produktseite eben auch eine Product Experience anzubieten und nicht nur entsprechend eine gute Datenqualität. Das ist so entsprechend die Vorbereitung auf jetzt die Konkretisierung in den nächsten Folien. Und noch einmal geht es eben hier darum und über Kontextualisierung. Also letztendlich die Produktinformationen und auch entsprechend Kundendaten in dem richtigen Kontext, in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Und ein paar Beispiele, bevor ich dann in die Technologie einsteige. Im Business-to-Consumer-Bereich fallen einem schnell Beispiele ein, aber ich habe eben eins für B2C und eins für B2B mitgebracht. Hier ein schöner, idealtypischer Laufschuh ohne 3 Streifen, sondern mit 4 Streifen und unkenntlich gemacht von der Logoseite her. Aber ihr seht schnell, das ist ein Produkt, das hat Attribute und es hat entsprechend unterschiedliche Eigenschaften. Und das ist die Tatsache letztendlich und die Realität. Sie hat natürlich auch unterschiedliche Personas oder unterschiedliche Zielgruppen, die ich entsprechend benötige oder adressieren will. Ich habe jetzt hier einmal einen Style-Shopper, ich habe eine Freizeitläuferin, ich habe eine passionierte Läuferin, die unterschiedliche Produkteigenschaften aus diesem Produkt natürlich rausziehen wollen. Also was mache ich? Mache mir Gedanken, das ist eine Marketing- und Produktmarketing-Thematik erstmal oder Produktmanagement-Seite, welchen Kontext ich bilden will. Ich nehme also die einen oder anderen Zielgruppen oder Personas, definiere dann entsprechend die entsprechenden Unterschiede, die diese Personas meiner Meinung nach oder nach entsprechenden
ja, Kundenbefragungen und Ähnliches wünschen und definiere den Kontext und leite es in bestehende Kanäle aus. Leicht gesagt, wie man es machen kann, zeige ich dann nochmal am Schluss. Und letztendlich schaut es so aus, ne? Für Chris, den Style-Shopper, habe ich dann eben definiert, dass er eben Bildmaterial will. Er will letztendlich die coolen Schuhe sehen, wie sie zu seinen Jogginghosen passen, etc. Den Text, die Leute in der vorderen Reihe können das vielleicht mal lesen, habe ich mir leicht gemacht, habe ich in ChatGPT reingehauen und habe das rausbekommen. Und auf der anderen ist einfach mal ein Beispiel. Auf der anderen Seite habe ich die Freizeitläuferin, die ganz andere Merkmale wünscht. Ne? Mehr technische Merkmale, die eben halt sukzessive in das Laufen einsteigt. Und eben hier die passionierte Läuferin mit intensivem Lauftraining braucht natürlich ganz andere Eigenschaften, die der gleiche Schuh bringt, aber halt einfach eine andere Story bietet. Und das ist ein Beispiel eben für Kontextualisierung. Das Gleiche natürlich auch im B2B. Jetzt habe ich mir so ein richtiges Männerwerkzeug ausgesucht, einen Bohrhammer nenne ich es mal. Also ein Werkzeug, das sowohl bohren als auch entsprechend schrauben kann. Und dieses, ich habe mir selber letztes Jahr einen gekauft, Power-Tool oder Power-Werkzeug, hat natürlich auch wieder Eigenschaften, die jetzt nicht für entsprechende Personas oder Zielgruppen in relevant sind, sondern eher für unterschiedliche Berufsgruppen in diesem Beispiel. Also für einen Bauarbeiter, für einen Schreiner oder Mechaniker habe ich dann eben unterschiedliche Kontexte. Ne? Und hier in diesem Fall auch wieder aufgeschlüsselt, eben nach Produktkontext und Kanälen. Und viel interessanter ist, was ist jetzt so die Differenzierung? Na, hier habe ich jetzt einen super 400 Newtonmeter Bohrhammer. Meiner hat nur 40 zu Hause und dreht mir schon die Hand um. Also da möchte ich nicht wissen, wie man das mit einer Hand hält, aber es sind auch starke Handwerker und nicht schwache Hobbybauleute. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt und man sieht eben hier von der Visualisierung, die Fotos als auch der Text ändern sich in dem Kontext, in dem ich entsprechend hier meine Inhalte aufgebaut habe. Und hier entsprechend bei Werkstätten und Autos. Und sind einfach mal Beispiele, um auf das Thema heranzuführen. Vielleicht immer noch sehr einfach und trivial. Deswegen habe ich mir dann die Frage gestellt, wenn jetzt entsprechend unterschiedliche Ansprechpartner in diesem Raum sind, warum sitzen sie noch hier? Die werden sich vielleicht die Frage stellen, wann ist das für mich relevant? Die So-What-Frage. Und deswegen habe ich mir eben auch da Gedanken dafür gemacht. Und zwar habe ich jetzt das gegliedert nach eben B2B-Herstellern, B2C-Herstellern, als auch eben Retailern, also die klassischen Großhandel. Und das Wesentliche ist letztendlich, ich baue es mal auf und dann kann ich es, glaube ich, besser erzählen. Geht es auch wieder eben um die Emotionalität des Produktes. No? Ihr seht hier auf der linken Seite, Energie, Verbrauchsartikel sind nicht super emotional. No? Das heißt, da sind unterschiedliche Zielgruppen hineinzutun und Energie, keine Ahnung, nach einem, der in einem Apartment oder einer Mietwohnung als auch ein Eigentümer zu positionieren, ist vielleicht nicht gerade eine gute Idee. Aber je mehr Produkte ich eben habe, die, wie eben die zwei Beispiele gesagt hat, eine gewisse Emotionalität oder eine gewisse auch Praktikabilität erzeugen, desto mehr und besser kann ich eben auch diese Kontextualisierung nutzen. Diese Aufteilung solltet ihr jetzt nicht schwarz-weiß sehen, sondern einfach nur mal einen kleinen logischen Rahmen geben, wo entsprechend hier diese Storyline eben führen soll.
Ich denke, dass es trotzdem eine ganz gute, gute Auffassung, also Aufteilung ist. Frage in den Raum, weil ich ja noch so schnell rede und noch so viel Zeit habe. Wer macht jetzt schon Personalisierung bzw. Kontextualisierung in seinen Kanälen? Hand hoch. Keiner, schön. Ein bisschen etwas, hier kam mir so ein, kommt drauf an. Ja? Cool. Also, welche Produkte habt ihr? Ja. 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 Okay. Haben Sie es gut verstanden, was die Antwort war? Sonst wiederhole ich es gerne. Also danke für den Beitrag. Also der Herr ist von einem jetzt hoffe ich, kriege es gut rüber, von einem Beleuchtungsanbieter, der mehr im B2B-Bereich, also mehr für Häuser oder mal Bürogebäude etc. Ausstattung ist. Und Sie denken auch in die Richtung, eben die Differenzierung eben nach unterschiedlichen Merkmalen durchzuführen. Hoffentlich war das einigermaßen gut. cool, also machen wir weiter. Wie kann ich jetzt die Kontextualisierung aufsetzen? Wenn Sie noch nicht so weit sind, kommen jetzt die wichtigsten und die wichtigsten Folien für Sie als Lernen. Also, was mache ich jetzt? Wenn Sie ein PIM haben oder ein PIM-ähnliches System, haben Sie sicherlich entsprechend schon Standardkanäle, wo Sie Ihre Produktinformationen gegliedert haben und diese dann entsprechend für die Ausleitung strukturiert haben. Danach, abhängig von den Fähigkeiten Ihres PIM-Systems, können Sie eben nicht nur diese Standardkanäle letztendlich nutzen, um eine Ausleitung zu generieren, sondern Sie können eben weitere, nennen es mal freie Kanäle nutzen, wie Sie es hier sehen, Newsletter, Webseite oder entsprechend dann die unterschiedlichen Zielgruppen oder Personas, die Ihnen dann entsprechend den Fächer aufspreizen für Ihre Kontextualisierung. Und danach, und das ist erstmal Standardmittel, braucht man letztendlich nur ein gutes PIM, kann es eben losgehen mit der entsprechenden Ausleitung und der Kontextualisierung. Also das heißt, der erste Schritt ist gar nicht so schwer, wenn Sie eben gute Daten haben und dann einfach mehr entsprechend Ihre Segmentierung, Ihre Klassifizierung und Kategorisierungen in Ihrem PIM umsetzen. Der nächste Schritt, und das ist eigentlich jetzt hier nur visualisiert durch einen Rückkanal, die Kunden dann entsprechend zu verstehen, also konvertieren tatsächlich jetzt dieser Bohrhammer für Schreiner besser als der entsprechend für Mechaniker, da brauche ich eben einen Rückkanal und Erweiterungen dann entsprechend in den Product Experience oder in die PIM-DAM-Systeme, die dann hin zu einer vollständigen Product Experience führen. Das ist, was ich Ihnen eben dann nochmal in einem kurzen Video dann kurz zeigen werde. Das eben vorzubereiten, werden Sie dann entsprechend sehen, dass wir eben eine Art statische Integration natürlich umsetzen können, das, was jetzt standardmäßig eben möglich ist, ohne eine quasi dynamische Anpassung zu machen. Aber im gleichen Maße werde ich Ihnen auch zeigen, wie eben dann eine Integration mit Rückkopplung funktionieren kann. Deswegen legen wir schon mal los. Es ist ein Video. Ich werde es dann im Prinzip erklären. Die Maus müsst ihr nachverfolgen. Gibt es hier einen Laser? Nee.
Schauen wir mal. Das ist auch für mich jetzt auch Neuland, ein Video zu kommentieren. Das war fast wie eine kleine Sportübertragung. Verfolge die Maus über den Elfmeterpunkt und schauen wir mal. Also, was ihr hier seht, ist unsere Demo-Seite für entsprechend Sportprodukte. Und diese, nochmal klicken. Und diese Seite hat natürlich unterschiedliche Produkte und Produktkategorien. Ne, Fahrräder, Klamotten, Sportbekleidung, beziehungsweise auch eben Zubehör. Und mein Star-Produkt, mein Produkt, auf das ich mich jetzt hier fokussiere, ist ein Rucksack. Na, dieser Rucksack hat natürlich dann auch mehr oder weniger Produktattribute und ihr seht, dieser Rucksack wird einfach nur als Rucksack benannt. Wenn ich jetzt ins PIM gehe, sehe ich erstmal alle Produkte, die ich in den Magento-Shop in diesem Fall schon bereits synchronisiert habe und sehe hier ein Produkt, meinen Rucksack, der eben schon für die Ausleitung vorbereitet worden ist. Mein Marketing hat mir entsprechend alle Beschreibungen geliefert, die ich brauche, um diese eben Ausleitung zu machen. Marketingtexte als auch entsprechend Attribute. Puh, jetzt muss ich mich beeilen, das geht ja ganz schnell. Und natürlich auch Bilder. Bilder im entsprechend allgemeinem Kontext. Und jetzt fängt es an, eben Kontexte zu bilden. Hier habe ich zwei Kontexte, Damen und Herren. Und für die Damen habe ich entsprechend ein separates Bild definiert und auch ein bisschen von der Marketingbeschreibung eben hier Frauen- oder damenspezifische Beschreibungen genutzt. Gleiches natürlich auch für die Herren, die dann entsprechend anders angeschrieben werden. So, das ist dann entsprechend die Vorbereitung für diese entsprechenden Kontexte. Und Sie sehen hier auf der grauen, dass ein paar Reiter ausgegraut sind, dass auch nicht jeder solche Änderungen durchführen kann. Und jetzt eben die Validierung. Man loggt sich jetzt entsprechend auf die Webseite an, also über das E-Commerce-System, ins CRM-System. Das weiß dann entsprechend, welches Geschlecht man hat in diesem Fall. Und siehe da, es hat von Zauberhand eben ein Wechsel stattgefunden. Das kann man alles jetzt schon mit CX-Technologien durchaus durchführen, aber wer speist dann diese CX-Technologien? Wir haben halt jetzt einfach entsprechend dieses Targeting dann sozusagen mehr in den Erstellungsprozess mit übernommen, sodass es eben eine engere Verzahnung stattfinden kann und auch eine bessere, tiefere Produktintegration. Ne? Ihr seht es hier, entsprechend Männer und Personalisierung wird dann auch entsprechend durchgeführt. Also für welche, die jetzt schon eine personalisierte E-Commerce-Demo jemals gesehen haben, nichts Neues, aber eben das ist jetzt hier mit PIM integriert. Also zurück zu dem, was Sie sehen. Ich gehe jetzt, bin jetzt noch einmal im Produkt und erstelle mir entsprechend noch einmal einen weiteren Kontext, nämlich eben hier einen Kontext, der entsprechend für die Echtzeit-Integration darstellen soll. Das heißt, Änderungen, die ich entsprechend hier im PIM durchführe, werden dann übers E-Commerce-System direkt dann entsprechend auf die Webseite gepusht, sodass ich auch nah in Echtzeit dann entsprechend diese Änderungen mache und eben eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit mir hier ermöglicht wird. So, das war jetzt der erste Teil. Und der zweite Teil ist jetzt, geht dann in die Richtung, eine tiefere Datenintegration mit quasi Rückkanal entsprechend darzustellen. So, und zwar geht das eben folgendermaßen. Ich habe dann ein anderes Produkt, nämlich eben hier einen anderen Rucksack. Und ich definiere dann entsprechend erst einmal meine Zielgruppen innerhalb dieses Produktes. Also es ist im Prinzip jetzt hier ein Casual-User oder ein Routinier, also einer, der häufiger entsprechend wandern geht. Und habe dann auch entsprechend hier für diese unterschiedlichen Kontexte wieder einen angepassten Text.
Jetzt gönne ich mir selber mal eine Pause. Genau. Und dann entsprechend wieder für die Expert-Sache. Und was danach passiert ist, ich weiß es schon, ihr noch nicht. Es wird natürlich veröffentlicht. Und auf der Webseite habe ich dann Folgendes. Ne? Ich habe dann entsprechend jetzt nicht auf einer Kundenprofilsebene letztendlich ein Targeting gemacht oder eine Zuordnung gemacht, sondern eben basierend auf dem Browserverhalten des Kunden. Also hier benutzt er entsprechend Inhalte auf meiner Webseite, die ihn eben als Experte oder auch als, entsprechend als, als Anfänger, Beginner kategorisiert und ich empfehle ihm dann oder ich ordne ihm dann entsprechend diese Produkte zu. Also der aus der quasi dynamischeren Browsing Experience oder entsprechend auf der Reise auf seiner Webseite habe ich dann entsprechend diese Informationen zugeordnet. Und das ist entsprechend, was eben hier dann auch dargestellt wird. Und hier sehen Sie, dass man halt auch die Dinge miteinander entsprechend sehr gut trennen kann. Also das heißt, hier Frau und Beginner ist sogar nicht nur getrennt, sondern sogar kombiniert hier in diesem Fall. Genau, das ist im Prinzip, was wir jetzt in unseren sozusagen Roadmap haben, um entsprechend sukzessive zu starten, basierend auf unseren Fähigkeiten. Deswegen bin ich bei meinem Fazit angelangt, nämlich der Inhalte zu generieren oder mehr Inhalte zu generieren, lohnt sich. Aber es ist eine Herausforderung, diese so gut zu generieren, so automatisch zu generieren und auch so einfach zu generieren, damit ich auch tatsächlich die erhöhende Kennzahlen erhalte. Und deswegen ist es eben wichtig, eben Technologien einzusetzen, die mir das ermöglichen. Wir als in der PIM, führende PIM-DAM-Lösung sind Vordenker in diesem Bereich. Ihr habt das Video gesehen. Das können wir dann auch entsprechend auch technologisch in Bälde umsetzen. Und für Sie bleibt letztendlich nur noch eine neue Aufgabe zu erledigen, nämlich nicht nur konsistent zu sein, nicht nur qualitativ hochwertige Produkte zu positionieren, sondern diese eben auch relevant zu machen. Also ab an die Arbeit und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das war es von meiner Seite. Fast in der Zeit. 2 Minuten, 3 Minuten Fragen und dann habe ich 40 Minuten genossen. Dankeschön. Wer traut sich, die erste Frage zu stellen? Ganz hinten? Ja, also, wie gehen wir mit Crawler um? Puh, das ist eine CX-Frage. Wir sind ja PX. Nee, Spaß beiseite. Also, ganz ehrlich, Crawler sind letztendlich... Wir sind Crawler-agnostisch, weil wir die Information zur Verfügung stellen und tatsächlich ist es dann eben eine Frage Ihres CM-Systems oder Ihres Systems, das eben die Webinhalte schafft, wie Sie damit entsprechend umgehen. Also ich, ContentSurf, hätten jetzt keine zusätzlich qualitative Antwort dazu, weil wir da agnostisch sind. Wenn Sie interessiert sind, jetzt ein bisschen in eigener Werbung, dann gibt es von meinem Kollegen Alexander Wörl gleich anschließend den Vortrag über ChatGPT und wie man automatische Inhalte erzeugen kann. Das ist, ich weiß nicht genau in welchem Raum, in Raum 1,
Ne? Also das ist, was der Kollege vorbereitet hat. Ich habe mir den Foliensatz gestern im Zug angeschaut, kommt gut rüber, wird auch eben sehr produktnah und auch spezifisch sein und nicht nur eben auf Basis der allgemeinen Folien sein. Und da werdet ihr eben auch kennenlernen, wie wir da ja auch auf der Seite euch helfen können. Und am Ende geht es darum, eben sukzessive diese Transformation fortzusetzen. Genau, gibt es noch weitere Fragen oder sind Sie nur hier für den nächsten Vortrag? Ist auch legitim.